Und damit hallo und herzlich willkommen zur 103. Folge des Dungeon Siege Let's Plays bzw. zur 37. Folge des Dungeon Siege Legends of Arana Let's Plays, wo wir uns immer noch hier in einer Höhle vermutlich unterhalb des Turmes der Uhr befinden, oder wie immer dieses Ding genau heißt. Und wir die Folge wie immer beginnen mit einem Pull, auf den wir fast alle verrecken. Wunderschön habe ich das hinbekommen. War genauso der Plan. Aber kennen wir ja schon von mir, macht das ja öfters. So, aber geschafft. Nein, Spaß. Das war bloß dieser eine AOE-Typi, der da nach hinten gekommen ist, der da etwas ungünstig gerade stand. So, wir gehen einmal alles looten. Wo wir hier durch diese Höhle weitergehen. Hinten jetzt noch was? Ja, weil der wollte dahin schon rennen. Und da oben geht es auch noch hoch. Könnte auch spawnen. Mal schauen. Ach ja, dass immer so viel Gold rumliegt. Greift ihr zwei an? Ja, beide greifen wieder an. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier. Da tankt schon wieder jemand, der nicht tanken soll. Egal, es ist nur geheilt. Hauptsache, es kommt genug Schaden. So. Okay. So, ich weiß nicht, wie weit wir vom Ende übrigens entfernt sind, ne? Ihr wisst das ja, wie ich das öfters sage. Achso, wir können ja mal kurz den Turm zeigen. Hier. Die große Uhr, das ist der Turm. Ich bin allzeit wachsam. Und hier müsste irgendwo der Shadow Jumper sein, den wir suchen, den wir eigentlich dazu bringen wollen, dass er ja, wie sage ich es am sinnvollsten, dass er es nicht schafft, den Stab der Sterne zur Uhr zu bringen und da zu verbinden. Was genau passieren würde, wenn er das schafft, habe ich übrigens keine Ahnung. Dieses Mal laufe ich etwas sinnvoller nach vorne. War schon mit einem großen Pull, aber vielleicht mal so, dass hier die Kleinen keine Akku dann haben. Sieht doch schon wesentlich besser aus. Okay, die Kleinen kriegen trotzdem Akku von den einen hier, das passt aber. Laufen die zurück. Sollen sie mal machen. Das ist immer der Nachteil, wenn man so auf diese großen Ranges geht. Da stehen halt dann manchmal die DDs halt sonst wie weit zurück. Einfach nur, weil sie nicht unbedingt schon so weit sind, dass sie vernünftig mitmachen wollen. Was ist denn das hier gerade für ein bescheuerten Pull, den wir hier hingehen? Jetzt mal ganz ehrlich. Liegt gerade wieder so alles drunter und drüber. Jetzt haben wir es. Mann. So, einmal alle hochheilen. So. Einmal trinken und hier einmal alles aufheben. Was ist das für ein Ring? 17 Gesundheitspunkte brauchen wir nicht. Einmal alles auf die Esel packen, die wieder am Arsch der Welt stehen. Mit Arsch der Welt meine ich wirklich Arsch der Welt. So. Das kriegst... Du kriegst das hier. Hier ist voll, dann kriegst du das. Noch nicht voll, passt. Und wo geht das hier hin? Das geht auf den Esel erstmal wieder. Dass wir später entscheiden, ob wir das droppen. Vermutlich wird der Esel dann zwar bis dahin schon wieder voll sein, wenn ich das entscheiden muss, aber egal. Okay, ja. Wunderschön. Heilung. Wir brauchen dringend Heilung. Und da haben aber die Heiler richtig gut zusammengearbeitet. Da habe ich mit meinem Support und sie mit ihren eigenen Intuitionen tatsächlich richtig gut interagiert.
Das hätte auch schlimmer ausgehen können. Da unten, das sah so aus, als wäre das ein Verkaufsautomat. Da gehen wir gleich hin. Erstmal kurz das hier noch wegklatschen. Ich sehe schon wieder, dass hier alles Mögliche wieder Schaden bekommt aufgrund dieses AOE-Dingens. So, da unten habe ich noch einen Pull hingelegt. Eigentlich will ich ja zurück zuerst. Ach, wie gut, dass das immer nicht klappt. Und immer alles Mögliche in den falschen Reihenfolgen macht. So, jetzt aber. Da looten, da looten. Bin mal gespannt, ob das wirklich ein Verkaufsautomat ist. Die da hinten haben nochmal kurz gefightet. Ohne meinen Tank, aber passt schon. So, was bist du hier? Hallo. Willkommen im automatischen Kaufhaus AMK in der großen Uranlage. Umprogrammierung erkannt, Goblinvolk. Wir haben uns dieser kindischen Maschine bemächtigt, um die Welt des Lichts zu zerstören. Kauft die Werkzeuge der Vernichtung hier. Verkauft den wertlosen Tand des Volkes der Großen. Alle, die unter der Sonne wandeln, werden sterben. Wiederaufnahme der ursprünglichen Programms. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag. Alles klar. Dann schauen wir doch mal. Das war falsch. So. Einmal alles verkaufen. Und dann schauen wir doch mal, ob der irgendwas Besonderes für meine Leute hat. Wird dann zwar wieder eine Handelsfolge, aber kann ich nicht ändern. Ich versuche mich wieder zu beeilen. Das Ding ist wie immer nicht handelbar. So, also, wir beginnen. 147 Verteidigung auf Rust. Da sehe ich nichts Besseres. Kopf. 11 plus 18, 19. 19er Kopf. Sieht nicht so aus. Nö. Okay. 16er Handschuhe. Das ist ja der erste Handschuh. Ja. Nö. Okay, Schuhe. Sehe ich, habe ich auch noch keine gesehen. Sind wir bei 18. 18er Schuhe. Ich gehe nur auf den Verteidigungswert. Was anderes interessiert mich nicht. Auch nicht. Okay, schön. Hat sich das schon erledigt? Waffen. 795 suchen wir. Per Einhand. Hier haben wir schon was Besseres. 951. Ziehen wir auch an. Ist das gerade hier reinverkauft? Ich glaube nicht. Aber egal. Ziehen es sofort an. 951. Einhandwaffe. Passt. Der Rest ist mir egal. Was da noch drauf steht. Mir geht es nur um die DPS-Zahl. Immer noch was Besseres. 957. Ja, dann nehmen wir das noch. Das noch besser. So, Schilde. Schilde. Schilde haben wir was? 16 plus 11. 27. Da werde ich nicht rankommen. Das ist einfach so ein gutes Schild. Obwohl, wir haben 26er Schilder. Die ein die prozentual höhere Chancen haben, die wahrscheinlich sogar besser sind, als das, was ich hier habe. Weil hier haben wir eine 10%ige Chance, hier eine 35er, dass wir Angriffe abwehren. Ich würde das hier tatsächlich mal wechseln und scheiß auf die zwei Punkte, die dann fehlen. Das sieht einfach besser aus. Jo, den Rest brauche ich nicht gucken, gehe ich von aus. 5 Rüstungspunkte, Fernkampf, okay. Rüstungspunkte Nahkampf. Der sogar noch. Achso, das ist ja Modell mit 13 hier. Ein Gesundheit pro Treffer hinzu. Das hat Life Leech. Ziehen wir mal an. Hoffen, dass es besser ist. Der Rest ist egal. Okay, so, Bogenschütze als nächstes. Wir fangen an mit der Waffe. 818, 821 haben wir hier mit Brandschaden und 1 Reichweite. 821, ziehen wir an. Zack, bam. Das da weg.
Was Besseres sehe ich hier nicht. Schilde interessieren mich wieder nur die magischen Werte, ob einer Fernkampf hat. 2 Punkte bräuchte man da drauf. Sehe ich hier nicht. Nope. Gut. Rüstung auch nur. Fernkampf. Alles andere ist egal. Entweder ist es Fernkampf drauf oder ich brauche es mir nicht anschauen. 3 Fernkampfpunkte auf Schuhe habe ich schon. 8 Rüstung. 3 Rüstung. Anziehen. Mehr Rüstung. Weiter geht's hier. Naturzauber. Das gucke ich mir gleich an. Da ist ja auch schon Geschicklichkeit dran. Fernkampfpunkt auf Schuhe. Nee, haben wir jetzt gerade schon gehabt. Leider, leider nichts weiter Besonderes. Schade, okay. So, dann, er hat die höchste Intelligenz. Uns interessieren Waffen mit... Wir können nichts tragen, wenn wir was finden. Wir müssen ganz kurz einmal umdisponieren. Ich bin jederzeit auf der Hut. So, wir hier Platz reinkriegen. Na, das reicht nicht. Scheiß drauf, weg damit. So. Hier können wir dann auch ein bisschen was reinlegen. Also, alles was Naturzauber oder Kampfzauber hat, das sind die beiden Werte, die mich interessieren. Alles andere ist völlig uninteressant. Und ich gehe absichtlich mit dem hier durch, der hat die meiste Intelligenz. Das heißt, die anderen können das dann entweder nicht tragen, aber ich kann einfach erstmal hier alles im Laden sehen und muss jetzt nicht für jeden Charakter alles durchschauen, was ja meistens das Nervigere ist. Könnte sie nicht tragen, okay. Ich war gerade verwundert, weil da Fernkampfpunkt drauf stand und ich das nicht gesehen hatte, aber sie kann es nicht tragen. So, Fernkampf. Ist hier mal eine Rüstung schon angekommen. Waffen und Schilder haben wir keine. Kampfzauberpunkt 1 auf Brust, 27, 24, Nahkampfschaden um 2% gesenkt, ein Stärkepunkt, ne. Alles nicht so gut. Nö. Nahkampf auch nicht. Intelligenz, Gesundheit, schade. Kampfzauberpunkt auf Brust haben wir schon. Tatsächlich nichts bei, oder was? Hätte doch einen Kopf gesehen gehabt, oder war ich dafür? Achso, er fordert Geschicklichkeit. Ich werde mit dem Charakter niemals 19 Geschicklichkeit haben. Das könnte übrigens tatsächlich das Spielprinzip sein, wie man im Late Game stark wird. So, Handel haben wir alles gehabt hier. War nichts Besonderes drin. Wie man im Late Game stark wird, dass man wirklich die falschen Werte hat. Und dass man mit so einer hybriden Klasse einfach wesentlich stärker ist, weil man einfach alles an Equipment tragen kann, was man findet. Auch wenn es scheiße falsch gerollt ist, also die falschen Voraussetzungen hat, könnte man es halt trotzdem tragen. Das macht halt schon viel aus, finde ich. Wo haben wir jetzt angegriffen? Ich wollte gerne noch hier das kaputt hauen. Wir hoffen, dass da oben Flügelbogen, kein Angriff erfolgt. Wie gut ist der? 21, uninteressant. Und solange wie wir hier schon mit diesem guten Equipment rumrennen, würde ich auch sagen, dass das schon in die Kategorie gutes Balancing zählt. Meiner Meinung nach. Weil es einfach... Ja. Sie sorgen halt tatsächlich dafür, dass man... Dadurch, dass man so langsam stärker wird, einfach die Gegner an der Stärke besser anpassen kann. Das einfach hier einen riesigen Unterschied macht. Wenn man den Gegner an der Stärke anpasst, immer mehr, aber man selber halt nicht sehr viel stärker wird. So, jetzt schleife ich euch alle nach da oben. Mir egal, was ihr davon haltet. Da hoch. Erledigt. Geht da einer? Ja, scheiße. So, das passt schon. Keiner ist runtergelaufen. Sich noch kaputt machen. Hätte er wahrscheinlich sogar alleine geschafft, aber kann man ja vorher nie einschätzen. So, und weiter noch. Wieder nach unten und hier hoch.
Coole Mechaniken übrigens. Sowas ist ja eigentlich ganz geil, wenn man es nicht übertreibt. Also wenn man jetzt hier 20 solcher Dinger hätte, wo man immer hoch und runter fahren müsste, dann wäre es nervig. Da würde man irgendwann auch selber sagen, so, oh, ganz ehrlich, muss jetzt nicht unbedingt sein, dass man hier so oft hoch und runter fährt. Einmal hätte es auch getan. Und das ist übrigens das, was ein guter Level-Designer auch macht. Dass er es schafft, dass Mechaniken zwar schon mal wiederverwendet werden, aber nur so oft wiederverwendet werden, wie sie als nicht nervig empfunden werden. Wir gehen zuerst mal nach hier oben, weil ich glaube, das ist der falsche Weg. Das ist für meine Begriffe auch eine sehr hohe Kunst, Mechaniken so zu basteln, dass sie nicht übertrieben ausgenutzt werden. Also eigentlich so wie bei fast jedem Spiel. Am Anfang macht das alles Spaß, bis du irgendwann an den Punkt ankommst, wo du merkst, dass es halt nicht so viel Spaß mehr macht, weil du es einfach schon tausendmal gemacht hast. Das ist übrigens das Problem, was sie alle bei WoW immer haben, weil ich immer noch WoW als Spaß empfinde. Wobei ich ja bei WoW auch mittlerweile sagen muss, dass ich da auch weit runtergegangen bin mit dem, wie viel ich es spiele. So. Dahin. 20, 20. Gesundheitspunkte können weg. So. Erstmal kriegen die die Heiler bekommen als erstes das Mana. Danach kann es irgendein DD von mir aus noch kriegen, aber erstmal die Heiler. Weil die müssen mit dem Mana-Pool am besten klarkommen. Oder am längsten. Eigentlich das gleiche, aber ob am besten oder am längsten. Ich würde sagen, mein flüchtiger Blick sagt geradeaus, da hinten, das ist der richtige Weg. Das war nur eine Vermutung, aber das ist das, was ich denke. Und die anderen beiden Wege hier werden die falschen Wege sein. Wieder einmal hat unser Sepp Magier Akro. Wunderschön. Genau der es am wenigsten braucht, hat Akro. Bigfoot hat Stufe 31 im Nahkampf erreicht. Wie aufregend. Man kriegt jede Spielesituation als schlecht verkauft, wenn man einfach müde ist. Es ist halt leider echt so. Ja, alles nur Müll. Gut, das kann sie jetzt mal kriegen, dass sie langsam mal aufgefüllt wird. Ist auch witzig hier. Und weg, und weg, und weg. Sind wir noch drin, ne? Wie viel einfach in so einen großen Pott reinpasst von diesen kleinen. Habe ich noch, als ich Dungeons das erste Mal durchgespielt habe, habe ich selbst bei den Heilpötten damit arbeiten müssen. Dass ich die kleinen Heilpötte zum Schluss in die großen reinschob, damit ich mehr mit mir rumschleppen kann. Auch wenn man es eigentlich gar nicht wirklich braucht. Also, wenn man sich nicht einstellt, wie der letzte Behindi ist, ist es echt nicht so schwer. Oder gab es jetzt die Aussage, ich spiele ja auf dem Stream aktuell Gothic und da hat ein Zuschauer im Chat geschrieben, dass er eigentlich Kingdom Come total geil findet und meint, dass Kingdom Come leicht ist. Finde ich sehr interessant, wie viele unterschiedliche Aussagen man doch von den Leuten bekommt. Aufgrund der Tatsache, weil sie Spieler als andersrum. Interessant, wie viele verschiedene Aussagen man über ein Spiel bekommt. Der eine sagt leicht, der andere schwer. Und wie hart dieses unterschiedliche Empfinden in ein Spiel doch sein kann. Und ja, er hat eigentlich gesagt, dass Kingdom Come echt eine gute, geile Idee wäre. Und ich tatsächlich planungstechnisch auch überlege, Kingdom Come mit reinzunehmen. Ich auch noch nicht weiß, wann. Wie so oft bin ich ja jemand, der Spiele nicht spielt, wenn sie released werden. Und auch mir nicht nachsagen lassen kann, dass ich Spiele nur spiele, um den Hype-Train mitzunehmen, wie es viele andere große Streamer machen. Sollte man vielleicht ab und zu mal tun, aber naja. Ist halt bei mir nicht so. Mal ganz kurz einen Schluck trinken. So. Wir gehen.
Wow, 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 was war das? Was war das denn bitte für ein Angriff? Er hat übelst viele Schaden gemacht. War der übergesprungen? Ist das so ein Angriff wie bei WoW? Wenn der überspringt, macht der mehr Schaden oder was? Alter Verwalter. Oh, eine große Truhe. Nichts drin. So, weiter nach hier hinten. Ich bin echt gespannt, wie lang das hier noch ist. Es dürfte ja eigentlich gar nicht so lang sein, aber vielleicht haben sie sich beim letzten Abschnitt dann so gedacht, so komm, bevor der am Ende zu klein ist, der letzte Abschnitt. Schafft ihr es euch gegenseitig zu heilen, oder? Ja, schafft ihr. Warum soll ich mich braucht kümmern? Zwar Zeit dafür. Ja, vielleicht haben sie sich im letzten Abschnitt gedacht, sie machen lieber etwas mehr. Um nicht zu sagen, dass das Ende jetzt doch zu kurz war. Weil im Verhältnis zu manchen anderen Abschnitten ist der hier doch schon größer. Aber jetzt nicht so groß, dass er als nervig empfunden wird. Dazu muss er doch noch ein bisschen mehr kommen. Eieiei. Die Party geht ab. Aber problemlos. Gut, dachte schon, es wird schlimmer. So, nach unten würde ich sagen, ist der richtige Weg. Ja, die wollen auch sofort unten alles platt machen. Nichts anderes erwartet. Aber gut, dann ist es halt so. Zu allem bereit. Ich mache mir berechtigte Sorgen um diese Tür hier. Sehr gut. So tötet man das. So und nicht anders. Komm, auch das hier auch noch platt. Sehr gut. Es war so. Ja, man könnte mir jetzt Bug-Using vorwerfen. Ist es auch. War so nicht geplant. Aber die einfachere von beiden Methoden. Und man muss ja auch zusagen, wenn der Spielentwickler nicht dafür sorgt. Das ist wieder diese. Über Mechanik diskutieren. Die Türen sind aufgegangen, kaum war ich dran vorbeigelaufen. Ob da jetzt der Spielentwickler dran schuld ist, dass er das nicht entdeckt hatte oder nicht, ja, ist wahrscheinlich an dieser kleinen Stelle hier echt mal egal. Da gibt es ja Spiele, wo du richtig schlimme Bugs drin hast und dir einfach nur so denkst, so was, Fick, ja. Ja, so diese Stelle hier. Was soll's? Alter. Okay, da ist mir die Heilerin tatsächlich verreckt. Ein Abenteurer, das bin ich. Unerwarteterweise. Wir müssen zusammenarbeiten. Einmal alles aufheben. So. Weil ich einmal selber. Obwohl sie jetzt nicht unerwarteterweise verreckt war, sie war einfach nur verreckt. Also, hätte ja einfach nur mich besser positionieren müssen. Egal, diskutieren wir nicht lange drüber, warum sie gestorben ist. Wo geht's als nächstes lang? Da hinten durch? Sehe ich nicht. Da durch. Ei, ei, ei. Das ist ein Pull. Ich bin eins. Der wird Tote fordern. Das sage ich euch jetzt schon. Lass die Heilerin weg und nimmst das die Beine in die Hand und läufst. Geht zum für Tank. So, jetzt ihr bitte nach oben. Und das ja noch einen nach oben. Ja, du musst dringendst hoch. Die zwei da oben, die da liegen, retten wir gleich. Aber der Pull hier unten war gerade etwas unerwartet. Wir mal, dass die da oben jetzt nicht beide gleichzeitig sterben. Achso, es ist ja nur einer. Ah, beide gleichzeitig wiederbelebt werden. Passt. So. Alles klar. Haben sich alle geheilt. So, du nochmal so hier. Also da war jetzt gerade das Problem, dass unten so viel stand, dass das jetzt ein Pull war oben und unten und die Gruppe sich geteilt hat. Wenn ihr mal dann spielt, vermeidet, dass die Gruppen sich teilen.
ist eine behinderte Idee. Wir haben wieder die Akku auf den falschen Leuten. Das ist der, der nicht sterben darf. Unser Feuermagier. Das ist der einzige, der ein Wiederbelebensspell dabei hat. Ich hätte mir einfach, was ich schon seit langerem nachgucken wollte, ob ich neue Wiederbelebensspells habe. Ja, ist auch egal. Habe ich halt jetzt lange nicht nachgeschaut. Ich habe tatsächlich vorhin bei dem Esel einfach verkauft. Bei dem Esel. Bei dem Handelsding. Und habe nicht nachgeguckt. Oh, guck mal, da unten ist auch noch was zum Looten. Lauf du mal hin. Sie will mir folgen. Er? Nee, sie. Ich weiß es nicht. Danke für den schnellen Weg. Oh, eine Armbrust. Mit 996. Die können wir sogar unseren Bogenschützen in die Hand drücken. Wir looten noch kurz hier. Also da bin ich auch sofort bei, das der Bogenschützen zu geben. Aber sammeln uns da oben bitte. Hoffentlich läuft die Gruppe mir auch nach. Die Esel werden es nicht hinkriegen. Das weiß ich, aber der Rest müsste es schaffen. Oder? Ja, der Rest schafft es und die Esel bleiben jetzt stehen, weil sie einmal dran waren. Wie wir das kennen. So, sie kriegt jetzt erstmal diese Armbrust hier. Da. 996. Vielleicht finde ich ja noch das zweite Set-Item. Weil das war jetzt, ist echt ein gutes Update. Da kann ich mich nicht beschweren. Die Kiste hätte ich auch fast übersehen. Das war wirklich jetzt schon mehr Zufall. So, großer Spawn. Ach, scheiße. Naja, von der Ecke halt. Okay, das passt. Schön, wie mein kleiner Heiler immer nur, dass ich damit unter die Gruppe versuche hochzukriegen und automatische Heiler immer die heilt, die kurz vorm Sterben sind. Eigentlich müsste man andersrum spielen, aber so rum funktioniert es irgendwie am besten. Warum auch immer, es funktioniert so am besten, deswegen machen wir es so weiter. Sie sieht aus wie eine Sackgasse. Ja, kommen wir nicht weiter hoch. Aber zumindest sind wir wieder bei den coolen Goblins. Die finde ich ja eigentlich ganz geil. Weil die so... Sie haben so ihren eigenen Charme, weil das auch so in das Dungeons-Universum, finde ich, gar nicht so reinpasst, wenn man so das vom Anfang anspielt. So mit, ja, mittelalterlich Mobs kloppen und Drachen und so und bla. Und dann halt diese, diese normalen Sachen hier, wo man halt sagt, okay, man hat hier auf einmal einen MG-Schützen. Der ja eigentlich, oh, das wäre fast schief gegangen. Der ja eigentlich hier überhaupt nichts zu suchen hat und man sich eigentlich im Mittelalter dagegen gar nicht mehr verteidigen würde. So, dass wir einem Pulver wahrscheinlich dran sterben werden, ein paar. Ich bin jederzeit auf der Hut. Ja, hier sterben welche. Die können wir kurz liegen lassen. Greift ihr da oben jetzt noch drauf an? Der Bogenschütze ganz leicht. Zu allem bereit. Und muss sich auch sparen, aber gut. Wenn sie jetzt einen Schritt nach vorne läuft. Jawohl. So, jetzt sind wir erstmal safe unter der Brücke. Du machst auch nichts mehr, weil es hier nicht hochgeht. Wie kommen wir nach da oben? Ich weiß es noch nicht. Und warum bist du hier unten wieder gestorben? Dann machen wir eins nach dem anderen. Jetzt sterben die Esel da hinten gleich. Weil die sich nicht deffen können. Hier dahin. Bereit. Du kannst hier mal ressen langsam. Okay, passt, jetzt haben wir's. Eieiei, das war aber ein unschöner Pull. Ja, war so von meiner Seite aus eher nicht gewollt.
Hier geht es eine Treppe hoch. Dahin geht es eine Treppe hoch. Aber die Zeit ist vorbei. Uaha, was kommt hier denn an? Alles klar. Großer Trupp. Den klatschen wir noch fix. Und unser Sepp-Magier stirbt nochmal. Ich sehe es schon kommen. Nee, er hat es geschafft. Okay. So, wir sammeln uns hier. Wir müssen nächste Folge erstmal schauen, wo wir hier überhaupt lang gehen können am besten. Ich bedanke mich aber jetzt erstmal soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben da, abonniert mich, gebt mir Feedback. Ich freue mich über jeden Scheiß und sag wie immer zum Schluss. Tschö mit Ö.